Ist mir egal. So, dann bauen wir, versuchen wir nochmal irgendwie das mit der Straße anzuschließen. Vielleicht müssen wir eine kleinere bauen. Kann das sein? Ist rot, 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 rot. Okay. Rot. Es ist schon direkt rot, wenn ich es versuche anzublauen. So ist grün. Okay. Dann muss ich erstmal hier hoch eine Straße bauen. Moment. Und zwar von hier aus, würde ich sagen. Und zwar bis hier hin. Und von da aus darüber. Nee, das kann ich nicht. Ich kann es nicht anschließen. So, ist ein bisschen schief jetzt. Das ist natürlich doof. Kann ich das nach hier hinlegen und dann darüber? Wieso geht das denn nicht? Das finde ich ja ärgerlich. Wieso soll das denn nicht gehen? Okay, Moment. Weg mit dir. Rauszoomen. Straße. So geht's ja. Genau, dann machen wir da oben das Stück weg. Obwohl, es kann auch erstmal da bleiben. Ist ja egal. So, jetzt bist du angeschlossen, oder? Ja. Abbrechen. Warum die Straße nicht will, ich habe keine Ahnung, warum die nicht will. Aber da fahren auf jeden Fall die Leute jetzt erstmal da hoch. Ja, so ist doch perfekt. Ist doch angeschlossen eigentlich, finde ich. Also ich finde, es ist angeschlossen. Was wir da oben hinbauen, weiß ich noch nicht genau. Machen wir ein paar billige Wege hier zwischen, damit wir vielleicht noch ein bisschen Industriegebiet hinmachen könnten. Ja, machen wir so. Das ist schon in Ordnung. Was ist denn hier los? Wieso kann ich hier keine Stiegs hinlegen? Eieiei, hier ist immer, hier macht, passieren immer Sachen. Ach, da steht ein Gebäude. Ach so. Ja, schade. Tschüss. Es tut mir leid, aber ich will hier eine Straße hinlegen. So. Da könnte man jetzt wieder theoretisch Industriegebiet hinbauen, aber brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir brauchen eher Wohngebiete. Und da haben wir ja hinten noch genug, was wir erschließen können, auf jeden Fall. Ist das hohe Dichte? Das ist mittlere Dichte. Ich muss das da bauen. Hohe Dichte. Okay. Hallo? Wo ist mein Tool hier? Ich brauche das da. So. Und dann direkt mal hier hinten weiter anbauen. Hier die Straße noch durch eben. Ich habe kein Geld mehr, oder was? Ich glaube, hier ist ziemlich viel Verkehr gerade. Aber ich glaube, wir können es nicht ausbauen, weil das ja schon hohe Dichte ist eigentlich. Ja, was soll man machen? So, grün brauchen wir wieder ein bisschen. Grün. So, damit haben wir auf jeden Fall wieder bald noch mehr neue Bewohner in der Stadt. Ich hoffe, der Polizeischutz reicht noch aus. Das ist der Feuerwehrschutz, der Polizeischutz. Der reicht, ja, so gerade aus, würde ich sagen. Was wollen die? Im Krankenhaus wollt ihr? Wir brauchen eine Klinik, nur etwas Kleines. Wir sind ja schließlich auch nur Menschen. Mache ich sofort. Die Klinik kostet natürlich richtig Geld. Können wir uns das gerade nicht leisten. 20.000. Na, gleich haben wir es. Die bauen wir dann. Ja, sind ein bisschen krank. Ja, 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 ja. Ich habe gleich genug Geld, dann baue ich euch eine Klinik. Keine Sorge, keine Sorge. Immer schon 3.700 Einwohner. Das wird schon, das wird. Wenn das nächste Geld geflossen ist, dann baue ich euch eine schöne Klinik. Mehr Einwohner heißt mehr Geld. Das ist gut. So. Ja, da habe ich jetzt. Wo könnte ich die hinbauen? Da steht die Feuerwehr. Dann könnte die Klinik eigentlich hier. Dahin brauchen wir ja keine Klinik, ne? Ich würde sagen, eher hier bauen wir die hin. Bisschen höher vielleicht? Ne, ich denke, hier wird die ganz gut sein, oder? Oder ein bisschen höher? Ne. Ich baue die genau hier hin. So. Da ist die Klinik. Das reicht erstmal. Was ist das für Zeichen hier? Was ist da los? Was ist mit dir? Ja, weiß ich nicht. Das heißt wahrscheinlich, dass sie krank sind oder was. Keine Ahnung. Jetzt haben wir eine Klinik. Hier ist ein Verkehr. Mein Güte, gucke ich das an. So, was ist hier mit dem Bahnhof? Funktioniert der jetzt mittlerweile? Sims in Wartestelle, keine Passagiere, 202 am Tag, okay. Hier oben brennt's, super. Also, da wird's bald brennen, sagen wir es mal so. Eine Feuerwache muss ich natürlich dann auch bauen. Und die wird ich, egal wo platzieren, die wird einfach nicht reichen für die ganze Stadt. Ja. Wie sieht's hier mit euch aus? Ach so, nicht du mich, aber die vielleicht.
Dichte sieht noch ziemlich niedrig aus bei dir. Aber das sieht schon besser aus. Okay. Was ist denn hier los? Alter. Ist da echt so viel los da oben? Da arbeiten die auch überall. Da fuhr der Zug gerade vorbei. Da kommt der nächste Zug. Gut, da brennt es. Das ist nicht gut. Dann reißt man am besten das Nachbargebäude ab, nicht, dass das Feuer übergreift. Ja, eine Feuerwehrstation brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist klar, die kostet allerdings 20.000, wir haben 18.000, wir können die gleich bauen. Das bisschen können wir jetzt auch noch eben warten. Boah, hier ist ein Verkehr, ey, meine Güte. Okay, es ist, weil die da so langsam fahren. Vielleicht will die das noch stauen. Uiuiui. Und was wollen die alle da hinten drin? Das ist die Frage. Okay, so, Feuerwehr können wir jetzt bauen. Wie werden wir irgendwo hinbauen, wo möglichst alles erreichen? Das ist auch, das muss ja hier diese Umgebung sein, einfach. Ja, müssen wir hier hinbauen, würde ich sagen. Ne, vielleicht eher hier oben. Dann haben wir ohne gar keinen Schutz. Okay, verstehe. Ich würde sagen, dahin. Super. Feuerschutz für Nachbarn verfügbar, alles klar. So, da hätten wir schon mal das Wichtigste gebaut. Jetzt ziehen noch wieder ein paar Leute mit da hinten ein, das ist gut. Oh, 5000 schon, meine Güte. Unsere Stadt wächst und geht halt ja besonders schnell heute hier. Das ist, und die ist richtig strukturiert, das funktioniert. Hier in dem Industriegebiet ist auch sehr gut. Ich denke, wir brauchen noch ein paar Geschäfte. Haben wir nur gar keinen Platz mehr für, ne? Ich könnte hier oben ein paar Geschäfte hinbauen, wenn ich wollte. Da brennt es immer noch. Ist die Feuerwehr noch nicht da? Doch, da kommt sie, okay. Ja, Nachfrage nach allen Wohngebieten, das ist schon mal klar. Ja gut, die müssen dann halt hier wachsen, da kann ich ja nichts zu. Ich kann ja, kann ich hier die Abstraße updaten? Was habe ich gesagt, mit R? Achso, muss ich erstmal das hier ausmachen. Ausmachen, ne? Ausmachen. Oder muss ich Straßen für auswählen sogar? Wie war das? Nicht verfügbar, hm. Ich kann sie noch nicht updaten. Von daher bitte erstmal so bleiben. Was macht die Feuerwehr denn? Hier kommt ihr nicht mehr hier oben an. Hallo, Feuerwehr? Scheinbar nicht. Hat keine Lust. Die Feuerwehr hat keine Lust. Die Feuerwehr hat keine Lust. Sie will nicht, sie will nicht. Hm, vielleicht müssen wir die mal updaten. Wie wäre es mit so einem Feueralarm? Oder hier so eine Garage. Ich glaube, so eine Garage macht eher Sinn. Können wir die hier hinsetzen? Dann haben wir auch den Feuerschutz gleich nach da ein bisschen erweitert, oder? Hoffe ich mal. So, wie sieht das feuerwehrmäßig aus? Okay, passt. Langsame Feuerwehr, bla bla bla. Ja, ja, ist langsam, ich habe es verstanden. Dann kriegen sie halt auch so einen Turm, komm her. Der kostet doch nicht so viel, oder? 3000. So, da oben drauf, zack. Kriegst noch ein Schild, dass hier die Feuerwehr ist. Kein Platz für eine Fahne. Hier, Fahne. Zack. So, perfekt. Das Haus ist mittlerweile abgebrannt. Das können wir mal wegmachen. Dann können wir neue Leute einziehen. Ich hätte gerne mal größere Häuser, aber irgendwie wachsen die hier alle nicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich hätte es erwartet, dass die irgendwann mal wirklich aufsteigen, aber da fehlt noch so einiges. Vielleicht doch mal einen Park bauen oder sowas. Klinik haben sie? Was ist denn da los? Okay, die Klinik ein bisschen ausbauen, wenn ich dafür Geld hätte. 12.000. Krankenwagen brauchen wir, der kostet 10.000. Ja, ein Krankenwagen wäre vielleicht nicht so ganz schlecht, ne? Komm her, wir machen hier nochmal, können wir nochmal einen Kredit nehmen. Sicher, dass sie den folgenden, ne, ich will den nicht abbezahlen, abbrechen. Ich will einen neuen Kredit aufnehmen. So, danke. Manchmal muss es einfach sein, so, mit Krediten arbeiten. Krankenwagen brauchen wir erstmal, den bauen wir jetzt hier auf die Ecke. Ein Schild braucht das Krankenhaus auch eigentlich, ja, so. Und noch ein Patientenzimmer daneben, hier hinten dran einfach, oder oben drauf. Ne, da hinten dran. Okay, das ist doch perfekt, so machen wir das. Jetzt ist es auf jeden Fall schon größer, jetzt kann das auf jeden Fall alles gut werden. Was ist hier los? Macht rein Tisch, senkt die Umweltverschmutzung. Später. So viel Umweltverschmutzung, echt? Naja. Was ist hier los?
Manchmal, Mama, ich war ganz allein auf dem Topf. Oh oh, Mama, es geht nicht unter. Super. Wieso nicht? Abwassermäßig ist doch alles in Ordnung, oder? Okay. Warum nicht? Ist mein Abwasserrohr nicht an oder sowas? Strom? Haben wir genug. Ich verstehe das nicht. Wo ist denn mein Abwasserrohr? Das ist kaputt oder sowas? Ich hab das doch irgendwo hier oben gehabt, oder? Hä? Ist mein Abwasserrohr weg? Brauchen wir ein neues, ist ja kein Problem. Das kommt hier oben hin. Wohin sonst? Hier so hin. Das ist doch, naja, nicht so nah an die Wohngebiete. Wollen wir hier hinten hin. Vielleicht habe ich es echt abgerissen, als ich die Straße weiter habe. Das kann natürlich sein. Genau, da habe ich genau das Abwasserrohr abgebaut, oder? So, jetzt läuft es wieder. Naja, ein bisschen, kann man auch mal ein bisschen Fehler machen. Jo, ich mache ich. Tu was gegen die Verschmutzung. Habe doch gerade mein Abwasserabrohr ab. Ne, hab ich doch gerade gebaut. Die ganze Verschmutzung wird jetzt aus der Stadt gesaugt. Kampf der Luftverschmutzung, ja. Gut, ne? Strom haben wir noch genug. Yay, geschafft! Ja, einfach hier einfach alles abpumpen, dann funktioniert das auch. Unsere Stadt wächst und gedeiht. 5000 Einwohner haben wir schon. Aber wir kriegen einfach nicht den Schritt hin auf zur nächsten Stufe. Was brauche ich denn dafür noch am besten? Vielleicht ein Park. Besucher pro Tag, naja dann. 48. 192. Der kostet aber auch genug. Ist egal. So. Ich hoffe, er macht die Leute dann glücklicher, wenn ich den jetzt hier irgendwo baue. Das ist ein Riesenpark. Ich baue den mal hier hin, glaube ich. Das ist, glaube ich, genau richtig. Da freuen sich die Leute. Jawohl. So muss das sein. Obdachlose kommen natürlich auch dahin. Da kann man ihn auch erweitern, den Park. Das ist ja interessant. Was kann man dann hier noch machen? Man kann hier zum Beispiel das draufbauen, oder was? Ah, okay. Das weiß ich, verstehe ich. Man kann ihn da anbauen, quasi. Okay, machen wir jetzt aber nicht. So. Jetzt haben wir einen Park. Jetzt müssen die Leute noch zufriedener hier sein. Ah, noch, das wird jetzt so langsam. Was können wir noch machen, damit die sich besser fühlen? Bisschen Bildung wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Das würde, glaube ich, auf jeden Fall helfen. Allgemeine Hochschule, die kostet ein bisschen viel, haben wir jetzt gerade nicht. Öffentliche Bibliothek ist schon nicht schlecht, aber eine Grundschule wäre natürlich auch schon mal was. Die strahlt natürlich kaum was aus. Aber wenn wir die hier hinpflanzen, dann könnten wir die alle erreichen. Das machen wir auch. Die nimmt natürlich viel Platz weg, aber gut. Passt nicht hin hier, oder was? Doch, passt. Da ist die Grundschule. So, jetzt müssten ja die sich alle hier so freuen, dass die irgendwann mal bald aufsteigen werden. Also jetzt hier müssen die Gebäude bald mal größer werden. Man, das sieht ja schon größer aus, oder? Zumindest der Grundstückspreis ziemlich hoch. Schulbushaltestelle, Petition zum Bau genehmigt. Okay. Ja. Mhm. Dann müssen wir erstmal so einen Schulbus hier hinbauen. 3000 kostet der. So, damit erreichen wir gleich die Reichweite. Dann können wir gleich noch einen bauen. Oder machen wir noch ein Klassenzimmer. Für 10.000. Können wir noch ein Klassenzimmer anbauen. Und zwar hier hinten. Sehr gut. Was ist das hier noch? Klassenzimmer der oberen Etage. Okay, verstehe. Noch ein Schulbus. Und noch ein Schulbus, würde ich sagen. Und natürlich ein Schild, damit die Leute auch wissen, was hier passiert gerade. So, das ist meine Schule jetzt. Die macht auf jeden Fall die Leute in der Umgebung glücklich, hoffe ich. Dann hoffe ich, genau da. Ziehen schon größere Leute ein. Da, eindeutig. Uiuiui. Jawohl. Guck mal, Grundstückspreise sind hier. Und Dichte ist natürlich noch nicht ganz so hoch, aber das wird schon. Was ist mit dem Shoppingangebot dieser Stadt? Wie wir sind damit? Ist das nicht gut? Blau ist ein bisschen sehr niedrig, ne? Ah, Shoppingangebot für diese Stadt. Ja. Ist nicht so gut, sagt ihr? Gut, dann kriegt ihr hier oben jetzt eine Shoppingmeile hin. So, Industrie. Haben wir noch genug? Ja, Industrie ist auf jeden Fall genug da. Ja, Shops sind echt ein bisschen wenig, sehe ich gerade. So, was ist, wenn wir hier eine Straße langlegen? Da oben? Will ich das so? Oder will ich das anders machen? Will ich das so machen? Vielleicht? Vielleicht so? Vielleicht auch nur so? Das geht nicht. Man kann nicht hier unten... Okay, warum nicht?
Interessant, geht einfach nicht. Ach, zu wenig Geld, okay. So, ist egal. Jetzt können wir hier noch an dieser Straße auf jeden Fall schon mal hier, auch hier an den restlichen Teilen. Geschäfte bauen, so. Jetzt müssen wir es da hinten noch verbinden, hinterher, wenn wir ein bisschen Geld haben. Und dann läuft das hier, dann läuft der Hase. So. Ich würde aber jetzt sagen, wir sind jetzt erstmal mit unserer kleinen Stadt hier, ihr seht, das ist viel geplanter als die andere Stadt. Ich glaube, die Leute pendeln auch schon. So ein bisschen, hoffe ich. Wahrscheinlich ist da noch kein Bahnhof. Da muss erst noch ein Bahnhof gebaut werden. Hier ist auf jeden Fall der Bahnhof schon gegeben. Was da, das, was heißt, dass wir auf jeden Fall pendeln können. Die anderen müssen natürlich, die anderen Städte müssen noch nachziehen, auch meine andere Stadt. Und ja, ich würde sagen, das wird die Arbeiterstadt. Ihr seht schon, wo es hinführen wird. Ein bisschen Industrie ist da. Es wird aber nicht mehr viel mehr werden. Ansonsten werden nur noch viele Einwohner gebaut und die werden versucht, in die höheren Einkommensteuerklassen zu holen. Ihr seht schon, hier werden schon ein bisschen größere Häuser gebaut. Das ist auf jeden Fall schon besser als diese kleinen Hütten, die hier überall rumstehen. Ja, die Dichte kann man dann noch ein bisschen erhöhen. Das müssen wir mal gucken. Warum, wie man die Dichte genau erhöht. Ich meine, von Straßen her müsste es passen. Ja, schauen wir einfach mal, wie es weiterläuft. Ja, so, das war's von Workly. Obwohl bei Work natürlich noch ein Buchstabe fehlt, aber ist egal. Nee, ist richtig so. Workly. Workly heißt die Stadt. Ja, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.